Herzlich willkommen zurück zu Mittelerde, Mordors Schatten. Da hinten ist noch unser letzter Schatten. Und wir sind immer noch hier bei dem dritten Häuptling, dem Bogenschützen. Wir müssen uns jetzt einfach mal da rüber bewegen. Zack. So, ein paar neue Elbengeschosse einsammeln. Ich warte einfach, bis der hier einer kommt. Wenn die nämlich hochklettern, sind sie Geschichte. Wir müssen, wie gesagt, 5 Unterstützer verbrennen von den Jungs. Und ja, erst dann wird sich der Häuptling zeigen. Der stinkende Feigling ist weggerannt. Ja, der stinkende Feigling ist weggerannt. Haben wir noch ein Feuer oder so was Ähnliches, damit wir den da verbrennen können? Wir könnten uns allerdings auch. Ich wurde schon zigmal von Ghoulen angegriffen. Ich glaube, das werden wir auch machen, weil das war jetzt ein bisschen zu heikel für uns. Ich sollte weniger trinken. Mist, war keiner in der Nähe gerade. Da auch nicht, glaube ich. Ja. Da ist einer in der Nähe. Ist aber nichts Verbrennbares in der Nähe. Das ist auch schade. Da oben. Dunkle Herrscher hier sein. Ah. Ich töte denn nicht jeden Sklaven in diesem Land. Ich esse ungern Ratten. Okay. Sehr gut. Ich hoffe nur, das Lager am Schlund schließt sich nicht mit uns zusammen. Bei so viel Konkurrenz könnte ich die Beförderung nicht vergessen. Ich würde eigentlich da hochklettern, was ob das der jetzt macht. Da oben ist er. Kugaluga. Ach, er ist im Kopf. Moment lang richtig. Auf festem Boden bist du mir lieber. Menschendreck!
Einst verbrannte ich jemanden von Kopf bis Fuß. Doch dir tue ich Schlimmeres an. Na dann mach. Du bist machtlos gegen unsere Kriegsmaschinerie. Das würden wir ja mal sehen. Und tschüss. Errungenschaft freigeschaltet. Teile und herrsche. Kugaluga haben wir erledigt. Ganz noch schnell das Accessoire aufsammeln. Ausgezeichnet. Dann werden wir uns hier wohl mal am besten aus dem Staub machen. Gesundheit erneuern. Brauchen wir eigentlich gar nicht, aber ich sammle es trotzdem auf. Malus aufgesammelt. Oh. Wo ist jetzt dieser Targabschaum? Ich dachte, er sei hier. Vielleicht ist er das, vielleicht auch nicht. Wir kümmern's. Ja, oder so sind wir auf ihn gefasst. Richtig, ja, ihr seid total gefasst. Aus dem Sturm. Ich habe ein paar merkwürdige Spuren entdeckt. Nicht schon wieder. Es waren bloß Sklaven, die mit den Füßen schlugen. Ich habe sie auch gesehen. So. Hier gibt's Infos. Bei dem feinen Herrn da. Was? Der Waldläufer! Ist schon weg. Schade, ich wollte eigentlich Infos von ihm haben, aber irgendwie funktioniert das nicht so ganz, wie ich das wollte. So, Bogenschützenmission. Mal gucken, was man hier machen muss. Ah, Elbereth Gildoniel. Als ihn seine Feinde überfielen, sang er die Hymne des Elbenvolkes. Es war der letzte Fehler, den sie je begehen konnten. Forme die Legende des Bogens, Ashkar. Ja, versuchen wir das mal. Durch Kopftreffer. Jetzt haben wir noch alle Schützen töten. Oh. Gewonnen. Jawohl, Auftrag abgeschlossen. Albrecht Gideoniel. Sehr gut. Ein Fähigkeitenpunkt erhalten. Waffenverbesserung kennen wir uns aus. Fähigkeitenpunkt freigeschalten. Super. Das werden wir uns dann mal freischalten. Was hat man hier? Drücke, wenn der Trefferserie aufgeladen ist, um auf Zerren bei den Mug zu wirken. Aha. Geistertum, Opfer von Aufzerrung, Klingenhagel, Tötung explodieren lassen, um bestehende Feinde zurückschrecken. Auch nicht schlecht. Wir
Während der Schattenangriff Schulterstoß. Ach, da war jeder jetzt dagegen. Übersprungbetäubung. Genau, diese wollte ich noch haben. Wunderbar. Verbesserungen kann ich auch noch machen. Das machen wir auch gleich mal. Attribute. Oh. Erhöhter Fokushöchstwert, das ist schön. Gesundheit. Gesundheit ist gut. Brauchen wir immer. So, jetzt brauchen wir allerdings wieder Informationen über den Häuptling. Die können wir hinter uns kriegen. Sehr gut. Da unten. Lebt die Information noch? Gleich nicht mehr. Jetzt ist sie gerade gestorben. Super. Wo war die andere Information? Hier. Da hinten. Läuft da hinten in der Masse. Haben sie jetzt die Karagan zerlegt? Macht euch auf neue Befehle gefasst! Wir sollten nicht noch mehr unnötige Zeit lassen! Dann mach ich fertig! So, frei. Ach ey, da hab ich mir was gefunden. Mein Sieg! Nein! Alter! Was geht denn? So, ich verpiss mich mal hier. Das wird sonst nicht gut enden für uns. Erstmal wieder heilen. Und weg tut's. Ach, er läuft da rein. Das ist nicht günstig. Gucken, ob wir die Information noch woanders herkriegen. Hinter uns. Zweimal. Das ist gut. Oben auf dem Berg. Da oben. Wenn ich diesen Waldläufer sehe, dann werde ich ihn leiden, Tassor. So, ich brauche Infos. Das heißt, der erste, der jetzt hier sterben muss, ist schon mal der Bogenschütze. Hier stinkt es vor lauter Menschenpack. Du sagst es. Das Einzige, was noch schlimmer riecht, ist Kargoschrack. Bereit zu sterben? So, den haben wir schon mal erledigt. Wir brauchen Informationen. Dazu müssen wir den erstmal zerlegen. Der hätte uns nur gestört. Sind genau unter uns. Das bringt uns aber nicht viel. Na, kletter auch! Manchmal stellt er sich ein bisschen an, der Gutste. Der Rüstmeister hat schon so viele Waffen gefertigt, dass er einen ganzen Wetzstein verschüttet. Wen setzen wir eben, wenn er schon mal da ist? Über den nächsten Ota, der Herzlose.
Nervös aufgrund der zahlreichen Anhänger seines Leibwächters. Sehr gut. Furcht vor Ghulen. Ja gut, das erleidet Schaden durch Fernkampfangriffe. Das finde ich auch gut. Und erleidet Schaden durch Kampftodesstöße. Ich glaube, den... Der wird noch sehr lustig werden, beziehungsweise werden wir mit denen ganz viel Spaß haben. Nein, jetzt habe ich den vergessen zu markieren. Ziel markieren. Da können wir, glaube ich, sogar reisen. Helfen wir mal unserem Karagan. Wollte mich verbrennen, aber ich bin noch hier. Muss der Drop von vorhin sein, der mich hart gemacht hat. Nochmal nach hier nähern, um in der nächsten Folge dann die Mission zum nächsten Häuptling anzunehmen. Schauen wir gerade mal, hier gibt es noch Informationen. Dass er falsch liegt und seine Feuer trägt hier und heute enden. Ich hab genug von Udun. Es wird Zeit, dass wir losmarschieren. Du wirst nicht lange warten müssen. Ist noch nicht lange her, da habe ich den Hauptmann von Norn hier gesehen. Norn? Was bin ich denn da? Der ganze Ork stinkt nach Fisch. Schlag! Der Waldläufer! Recht in die Arme! Oh, Mist! Na, was machst du denn da? Aus dem Busch, war es wenigstens zensiert. So, halt, wir haben hier gleich wieder ein paar Kräuter zu sammeln. Ich brauche eine Waffe, mit der ich den Tag. Aber wir haben auch gleichzeitig wieder unseren Informanten zerlegt. Aber das war leider nötig. Saubere Luft gerochen. Widerlich. Ja, dann holen wir den da oben jetzt noch weg und dann. Hey. Da drüben hat sich etwas bewegt. Ja, hat's auch. Wo sind die eigentlich schon wieder gespawnt? Geht ziemlich fix. Und mit diesem wunderbaren Anblick der untergehenden Sonne sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Gehabt euch wohl, meine Freunde. Tschüss.